the nurses gathered round and gazed in wide wonder at the joy they'd found. The head nurse spoke up. Hi Leute, es ist wieder Zeit für Severo Time. Ich bin Dennis Severo und heute machen wir einen kleinen Bericht von unser Vortraining, von unserem Bungee-Sprung, den wir im August machen werden, im Heidepark Soltau. Ich denke, das ist das perfekte Training für unsere Adrenalin-Week. Beinhaltet Canyoning plus Bungee-Jumping. Und deswegen sind wir hier, einmal für den Rollercoaster Limit und für den Freefall Tower. Adrenalin. Schlecht, mein Magen, irgendwas stimmt da nicht, ja. Meine Hose geht dauernd von alleine auf, aber das ist okay. Als nächstes gehen wir dann zum Freefall Tower und gucken mal da, was da abgeht. Ja. Aber auf alle Fälle werden wir Colossus nochmal fahren. Nicht das Gesicht zu verzerren. Das ist jetzt die zweite Runde. Ich denke, es wird diesmal nicht mehr so hart wie vorher. Ich werde versuchen, nicht mein Gesicht zu verziehen. Oh Gott, so kalt. Das sind jetzt ungefähr 50 Meter. 50 waren es, ja. Oh Gott. Geklappt. Ja, das war gar nichts. Absolut gar nichts. Oh Gott. I've been really trying, baby. Trying to hold back this feeling for so long. And if you feel like I feel, baby, then come on. Oh, come on. Yeah. Ha ha ha!
aus. Oh, scheiße. Wollen wir nochmal? Das war Desert Race von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden. Wir haben gerade was gegessen. Mir geht's noch nicht wirklich gut, aber wir gehen jetzt zur nächsten. Dazu sagen soll. Also, ach, nächste Woche. Ja. Ja, ich halte Frau. Ja, ja, und wir haben die Gitarre hier gekauft. Nee, kann man gewinnen. Kann man gewinnen, okay. Das war Severo Time vom Heidepark in Soltau. Sind einiges gefahren. Ich habe auch immer noch weiche Knie. Christoph ging voll ab. Er hat eine Vorliebe für Colossus gefunden. Das ist eine der steilsten Achterbahnen Europas. Also ich denke, es war ein erfolgreicher Tag. Und hiermit verabschieden wir uns auch vom Heidepark in Soltau. Ich bin Dennis Severo. On the day I was born, the nurses gathered round and gazed in wide wonder at the joy they'd found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away.